Mein nächster Tipp dreht sich um die Tierpflege. Und ein großer Tipp ist natürlich das Bürsten. Ich mache das am liebsten mit einer Unterwollbürste, um die Unterwolle erstmal rauszubürsten und danach mit einer tollen Massagebürste, Massagehandschuh. Und dadurch, dass du die Teigproduktion damit ja auch anregst, habe ich das Gefühl, dass das Fell unwahrscheinlich schön glänzend wird. Dann gibt es noch einen besonderen Tipp zur Zahnpflege. Das ist sehr individuell. Die einen machen das mit Zahnbürsten. Wir zum Beispiel machen das mit Kauartikeln. Und ein anderer Ansatz ist auch, Trockenfutter zu füttern. Aber das ist eben auch sehr individuell und kommt ja darauf an, was ihr euren Hunden füttert. Wir persönlich nutzen zur Zahnpflege nur die Kauartikel.